Was haben wir denn heute? Wir haben ein kleines Craigellachie-Battle. Und zwar habe ich ein Sample gekriegt von den Schweizer Dramcatcher-Jungs. Unabhängiger Abfüller aus der Schweiz. Und hier haben wir einen Gegner, auch ein 13-jähriger Craigellachie. Ebenfalls ein Single Cask. Und jetzt kommen wir aber schon zu den Unterschieden. Gleiche Destille, eine 1891 gegründete Destille namens Craigellachie in der Speyside, die mit wenigen anderen Brennereien in Schottland noch Warm Tubs benutzt zur Kühlung des New Make Spirits. Das sind spiralförmige Rohre, Kupfer, je nachdem, sollen einen schweren, charaktervollen Whisky hervorzaubern oder unterstützen in der Entwicklung, wenn der Spirit abgekühlt wird. Das haben wir hier, also ziemlich oldschool eigentlich von der Machart her. Craigellachie hat zwei Wash und zwei Spirit Stills, haben glaube ich 2,7 Millionen Liter Kapazität. Ob sie das im Moment ausnutzen, glaube ich eher kaum. Ja, der Dramcatcher ist ein, ja, das ist jetzt nur die Beispielflasche, ich habe die Flasche selber nicht, so sehen die Flaschen etwa aus. Ich blende jetzt dann die richtige Flasche, wie sie aussieht, ein hier. Ist aus einem Hogshead, Birm Hogshead, hat 51,5%, ist von 2009, 13 Jahre alt, Fassnummer 5005. Der Gegner ist ein ebenfalls 13-jähriger von 2001, ist schon eine ältere Flasche, 2014 abgefüllt. Bottled from a single cask, ist aber filled from a sherry butt. Also hier haben wir einen Hogshead mit 250 Liter, hier haben wir einen 500 Liter Sherry Butt und der hat Trinkstärke 46%. Beides ist weder kühl gefiltert noch gefärbt. Ja, das ist jetzt eigentlich ein Vergleich zwischen zwei 13-Jährigen aus derselben Destille, zwei Single Casks, aber dann hört es auch schon auf. Wir haben hier einen Sherry Butt und hier haben wir einen Bourbon Hogshead. Konzentrieren wir uns darauf, was die Vorzüge sind. Ich werde mit dem Bourbon Hogshead anfangen. Ja, warten wir nicht länger. Die Farbe ist hier etwas heller als beim Sherry, welche Überraschung. Nicht wahnsinnig groß der Unterschied, aber man sieht es. Traditioneller Craigellachie aus dem Bourbon Hogshead. Klassische Ex-Bourbon-Noten. Frisch geschnittenes Obst. Apfelbirne. Sofort in der Nase. Kein stechender Alkohol. 51,5 ist jetzt nicht so viel. Schöne Vanille mit etwas Puderzucker. Bleibt mal vorerst, ja, etwas Gebäck, etwas Süßgebäck, etwas leichte Pfeffrigkeit, schöne Würze und wie ich finde, er hat so eine leichte Kiwi-Note. Jetzt auch etwas Karamell, noch nicht ganz das Crème Brûlée Karamell, ganz normales Karamell. Zitrone, Limette, so in die Richtung. Und Aprikosenhaut, wenn man direkt an der Aprikose riecht. Und eine leichte, ganz feine Mentholnote, so ein bisschen Eukalyptus ist hier drin. Erster Naseneindruck, etwas neutralisieren. Jetzt hier kommt natürlich was ganz anderes. Ja, ist aber spannend jetzt. Haha, die Grundcharakteristik ist ziemlich gleich. Und jetzt kommt aber sofort eine, ja, dunklere, rotfruchtigere Richtung dazu.
Er schlägt den Whisky aber nicht. Also die Verwandtschaft können die beide absolut nicht abstreiten. Mich dünkt es sogar, dass der... Krass, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also der Unterschied ist wirklich nur eine rote Frucht. Ansonsten, auch hier haben wir diese leichte Mentholnote. Wir haben die Vanille, wir haben die Zitrone, die Aprikose, das Karamell. Und jetzt kommt auch ein bisschen Rosine und eine so, ja, es gibt diese spezielle Schokolade, die man in der Küche braucht. Kuvertüre, so in die Richtung. Ja, rote Frucht, Rosinen, klar, etwas Nuss auch jetzt. Ich würde jetzt von der Sherry-Charakteristik hier auf einen Oloroso tippen. Ich glaube, es ist auch einer, steht zwar nur Sherry, aber steht hier noch was auf der Flasche, außer bla bla. Nein, Chill Filtration. Also Chill, no Chill Filtration natürlich. Nein, steht nichts Spezielles, aber ich würde jetzt von der Charakteristik und auch der so leichten Nussnote auf Oloroso tippen. Aber auch der hat eine schöne Frische. Auch eine leichte Apfelbirnennote, nicht so krass, eher Bratapfel bei dem hier. Dann wird es hier sofort wieder frischer, fruchtiger, im hellen, zitrischen Bereich. Ja, probieren wir mal einen Schluck Slange. Oh, Speichelfluss anregend, der ist richtig spritzig, frisch, fruchtig. Jetzt auch ein bisschen Zitronenkuchen mit Puderzucker. Der Abgang hält sich. Ein bisschen Ingwer. Ich dachte zuerst an weißen Pfeffer. Aber das ist eher so eine Ingwer-Richtung, die er hat. Gefällt mir. Etwas Holz, süßes Eichenholz. Jetzt hat er auch eine leichte säuerliche Komponente, die sich hervorragend einfügt. Der ist richtig gefährlich, wenn du den ansetzt und der Whisky in den Mund fließt, dann kommt sofort so eine Süße, die dir das Gefühl gibt, du müsstest mehr eingießen als in den Mund. Das ist, du möchtest sofort mehr, schon beim Reinfließen des Whiskys in den Mund. Das habe ich jetzt noch nie gehabt. Sehr süffig, sehr gefährlich. Uiuiui. Oh. Eine leichte Sauerteigbrotnote, passt aber perfekt. Ja, und der hat tatsächlich so ein bisschen eine feine Oldschool-Note drin, wie ich finde. Das gefällt mir sehr gut. Craig Ehrlich ist sowieso der 17er, der 23er, der 13er, der Armagnac Cask, die haben mir alle sehr gut gefallen. Ich habe noch nie einen schlechten Craig Ehrlich gehabt oder einen durchschnittlichen. Waren bis jetzt alles wirklich überdurchschnittlich und ganz gute. Diese Exceptional Casks konnte ich leider noch nicht probieren, aber ich kann mir ungefähr vorstellen, was da kommt. Leider sehr teuer, diese Flaschen. Da müsste ich eher über eine Flaschenteilung rankommen. Jetzt der Hepburn's Choice. Naja, jetzt auch nach diesen zwei Schlücken vom Dramcatcher, vom Bourbon Hogshead, riecht er jetzt intensiver nach Sherry. Aber immer noch sehr ähnlich. Ja. Das ist irgendwie kein Battle, die reichen sich eher die Hände.
Hier ist es nicht, nicht Ingwer, sondern hier ist es gegenteilig. Es ist süß, marzipanmäßig, mit Eiche, mit milchschokoladiger Eiche und roten Früchten. Vom Abgang her am Mund auch sehr, sehr gefällig, aber eher etwas für die herbstlich-winterliche Zeit. Und der hier ist echt noch ein ziemliches Sommerbrett, wie ich finde. Die Nussnote, ja. In der Nase hat er jetzt auch ein bisschen Tabak und eine ganz, ganz feine Spur von Tabak, Leder und Möbelpolitur, so in die Richtung gehend, aber nur ganz fein. Für eine klarere Note fehlt dem vermutlich noch ein bisschen das Alter. Aber sie ist da. Eine leichte wachsige Komponente. Ja, Honig, cremiger Honig, dickflüssiger Honig. Das sind zwei sehr gefällige Whiskys. Würde ich jetzt im Tasting Nummer 1, Nummer 2 und dann weiterfahren. Absolut top. Fehlnote? Keine, bei beiden nicht. Hatte der hier aber anfangs, frisch geöffnet, hatte der irgend so eine komische Note drin. Es war nicht richtig Lakritz. Es war irgendwie etwas, das ich nicht kannte. Das hat mir am Anfang nicht so gefallen. Ich habe gedacht, komm, stell den nochmal eine Woche weg nach dem Öffnen. Und der wurde dann tatsächlich besser. Diese Fehlnote verschwand. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was es genau war, aber es war irgendwas so in die Lakritz-Richtung gehen. Aber irgendwie nicht so richtig. Nee, passte mir irgendwie nicht. Jetzt ist der richtig so, wie er sein muss. Jetzt auch noch ein bisschen Orange, Blutorange oder getrocknete Orange, Zitronenabrieb, Schalenabrieb. Ja, sehr schön. Man riecht effektiv, dass die aus dem gleichen Haus kommen. Also das ist jetzt wirklich der Wiedererkennungswert ist bei beiden da. Jetzt nochmal der Kollege aus dem Hogshead. Gibt es nichts auszusetzen. Richtig schöner, frisch spritziger, charaktervoller Sommerwhisky. Der hat schon seine feine Schwere, also Charakter auf jeden Fall. Der halt ein bisschen mehr, suggeriert etwas mehr Komplexität durch den Sherryfassausbau, der jetzt komplett in diesem Sherrybutt lag, da man in Schottland ja nur das letzte Fass angeben muss. Würde ich aber von der Charakteristik her und von der Farbe her schon sagen, dass der vermutlich die ganze Zeit in diesem Sherry Butt war. Passt für mich von den Aromen, von der Intensität her. Und es wirkt auch überhaupt nicht draufgeklatscht oder so. Auch kein neuartiger Sherry. Schön, richtig schön. Walnuss, jetzt habe ich die Nussnote. Eine Walnussnote, Baumnussnote. Gibt auch einen leicht herben Touch. Also wenn ich leicht herb sage, dann
ist das schon spürbar. Ich sage, für jemanden, der affin ist, der wird das vermutlich ein bisschen als mehr empfinden als ich jetzt, aber ich finde das perfekt, das passt genau zu einem Sherry Whisky dazu. Ja, auch hier wird es keinen Sieger geben, weil es sind grundsätzlich zwei verschiedene Fassreifungen, obwohl sie beide 13 Jahre alt sind. Übrigens, der Alkohol Einfluss jetzt hier mit 51,5 und hier mit 46, das ist marginal. Man merkt in der Nase, dass der ein bisschen mehr Bums hat. Aber auch der bringt hier mit 46 eine schöne Würze an den Gaumen. Genau wie der hier. Ich glaube, den würde ich blind beide ziemlich nahe beieinander positionieren vom Alkoholgehalt her. Ja, die Bewertung blende ich euch ein. Das habe ich nach dem Video entschieden, weil ich lasse mir da immer noch ein bisschen Zeit. Deswegen lasse ich mir auch immer noch ein bisschen was in den Gläsern. Aber die bekommen sehr gute Noten von mir auf jeden Fall, weil es sind beides für ihre Kategorie Bourbon, Sherry, sehr schöne Whiskys mit 13 Jahren. Keine Komplexitätsmonster, wie ich gesagt habe, aber ja, dem ein oder anderen Standard in der Altersklasse, ja, halt einfach überlegen. Schreibt mir eure Erfahrungen von Craig Ellachie, allgemein von diesen Originalabfüllungen oder unabhängigen Abfüllungen, spielt eigentlich keine Rolle. Schreibt die Erfahrungen rein, würde mich interessieren. Was haltet ihr von der Brennerei? Was haltet ihr von diesem Oldschool Kühlverfahren beim New Make Spirit? Würde mich interessieren. Es gibt, wie gesagt, nicht viele Brennereien, die das in Schottland noch machen. Craig Ellachie gehört dazu. Finde ich cool. Passt. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Wir sehen uns beim nächsten Video. Das wird dann wieder ein bisschen knüller werden. Es gibt auch ein Battle. Und zwar lasse ich den 32er Mortlach von Signatory gegen den 26er Ben Rhynes, der noch etwas dünkler ist, antreten. Das ist ein absolutes sinnloses Vergleichsvideo, aber das spielt überhaupt keine Rolle. Vorzüge von älterer Mortlach zu Ben Rhynes mit mehr Sherry-Einfluss. Ihr dürft gespannt sein. Bis bald.